Mal ehrlich, kennt ihr jemanden, der Moderator Günther Jauch nicht mag? Also wir? Nicht. Der Wer wird Millionär Quizmaster ist ein echter Sympathieträger und aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Doch über sein Privatleben ist leider kaum etwas bekannt. Laut der TV-Zeitschrift Prisma ist der Zuschauerliebling seit 1988 mit der kranken Gymnastin Thea Sieler zusammen. Kein Wunder also, dass Jauch mit 62 immer noch so top in Schuss ist. Das Jawort gaben sich die beiden 2006 in Potsdam, schon einige Jahre vorher, 1989 und 1993, kamen ihre beiden Töchter Svenja und Christine auf die Welt. Doch es gibt noch zwei weitere Kids. Im Dezember 1997 adoptierten Günther Jauch und seine Thea die damals 13 Monate alte Katja aus Sibirien. Ebenfalls aus Sibirien kam drei Jahre später die kleine, gerade mal 9 Monate alte Mascha dazu. Die Großfamilie hat man leider bisher so gut wie nie zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Auch auf dem roten Teppich wird Jauch heutzutage nur selten von seiner liebsten Thea begleitet. 2012 sah man die beiden aber zum Beispiel beim Rosenball in Berlin. Das Lieblingshobby des Moderators sollte dagegen vielen bekannt sein. Günther Jauch liebt Wein und deswegen hat er auch ein eigenes Weingut an der Saar. Wie Welt.de berichtet, kann sich das Anwesen durchaus sehen lassen. Es handelt sich nämlich um eine Art Schloss mit schickem Oldtimer vor der Tür, einem eigenen Park und natürlich unendlich vielen Weinreben drumherum. Die Vorbesitzerin war übrigens seine Großmutter und das Ergebnis von Günther Jauchs Weinernte gab es im März 2018 dann auch bei Aldi zu kaufen. Ein roter und ein weißer Tropfen mit der Unterschrift des Quizmasters für je 5,99 Euro. Gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gab der 62-Jährige aber bereits zu: Meine Frau ist immer noch der größere Weinexperte von uns beiden. Was für ein süßes Geständnis!